So, die Uniform ist aus. Wir sind jetzt in der Schwimmhalle. Jetzt geht's ins Schwimmtraining, denn auch das ist Vorgabe bei der Polizei. Als Polizist in Schleswig-Holstein arbeitet man zwischen den Meeren. Dazu gibt es viele Seen, Flüsse und Kanäle. Dadurch kann es passieren, dass man im Einsatz auch mal eine Person aus dem Wasser retten muss. Aus diesem Grund muss schon bei der Bewerbung ein Schwimmnachweis in mindestens Bronze vorgelegt werden. Damit Sie nachher im späteren Leben tatsächlich auch Menschenleben retten können. Im Schwimmunterricht werden uns verschiedene Schwimmtechniken beigebracht. Dazu kommen Übungen wie Strecken und Tieftauchen sowie das Abschleppen einer Person im Wasser. Nach 15 Unterrichtseinheiten müssen die erlernten Fähigkeiten in einer Prüfung nachgewiesen werden. Der damit erlangte Schwimmschein ist Voraussetzung für den erfolgreichen Studienabschluss. Den Schwimmschein habe ich bestanden. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.